Vielleicht muss ich hier unten irgendwas mit der Batterie machen, wobei ich mir das halt auch nicht vorstellen kann. Irgendwie. Oh, hier ist irgendein Labor irgendwo in der Nähe. Ich weiß allerdings nicht. Oh. Das machen wir doch mal. Ich hab so gar keine Ahnung. Und das ist irgendwie, ja, also, ja. Ja. Ich bin ein kleines bisschen überfordert vielleicht. Moment mal, da hinten, ah, das ist das Apparat. Okay, nee, da will ich erst recht nicht hin. Ja. Ich trinke mal was. Das macht alles besser. Hier ist ein Labor. Und ich habe wieder irgendwas sauer gemacht. Oh, diese Feuerarme. Kann da nicht mal ein Krieger kommen? Ich würde gerne euren Brustpanzer bauen können. War ich hier schon mal drin? Ja. Okay. Ich habe 4000. Schilderset, Kochbuch, Schilderset, Schwad, Kochbuch, Restbombenrezept, Kampfkameraden, Kochbuch. Teich, Schilder, Schilder, Schilder. Also ist alles ganz toll. Ah, hier kommt ein Kampfkäfer. Und mehr Ameisen. Oh, ihr seid so nervig, ihr Kacker. Ja, ihr seid so richtig kleine Kacker. Sag ich euch. Wo ist denn der Käfer hin? Geh weg. Ja, hier ist ein Schraubenschlüssel. Hier liegen Schrauben rum. Schraubenzieher. Dreher. Ja, es ist sauer. Echt, du bist sauer. Das ist ja schön für dich. Warte. Ich box dir einfach eine, dann geht's. Was ist denn das? Ah, das ist der Werkzeugkasten. Hier klebt Kaugummi. Ich hab doch gewusst, dass du da rauskommst. Warum kommst du nicht gleich da raus? Aha, das ist der komische Reifen, ne? Nee, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach so, dass ich es nicht weiß. Nee. Ich bin noch nicht drauf gekommen. Vielleicht dauert das noch ein bisschen. Was ist denn hier? Mir ist das hier vielleicht einen kleinen Tick zu dunkel. Ich kann mir aber wahrscheinlich jetzt gerade auch kein Zelt hier hinstellen. Ne? Das wird gerade nicht gehen. Ich weiß auch gar nicht, wo das Zelt war. Nein, ich habe natürlich nicht genug von allem. Wann wird es denn hell? Ja, das dauert noch ein bisschen. Das Problem ist, ich kann da glaube ich nur reinfallen. Ne? Wenn ich rauskomme, ich dann nicht mehr. Na, das Wasser. Ah, okay, dann könnte es vielleicht sein, dass... Warte mal. Das mit dem Wasser, das hatte ich doch hier, oder Wasser? Ich meine, hier vielleicht irgendwo. Ekliges Wasser. Naja. Was? Ach, die Larve wird doch. Es wird wieder einen Larvenangriff geben zu Hause. Ja, nervt mich doch nicht. Geh mir da nicht auf den Keks. Ich versuche da rauszufinden, wie die Sache hier funktionieren soll. Mir ist es nicht klar, das jetzt erklärt sich mir noch nicht so richtig. Aber es gibt auch beim Rasenmäher noch irgendwas, aber da weiß ich auch nicht. Es ist halt auch dunkel. Das ist so ein Punkt. Wo ist denn der Rasenmäher? Der ist da hinten. Naja. Ich marschiere da mal ganz kurz. Zumindest schon mal in die Richtung. Und dann beende ich mal hier die Aufnahme. Oder warte mal. Ja, nein, weiß ich noch nicht. Ich müsste eigentlich noch kurz... Ich müsste kurz innehalten. Und... vielleicht werde ich jetzt gleich von Wespen angegriffen. Dann wäre das so. Könnte ich der Sache jetzt... Könnte ich das jetzt auch nicht ändern. Ich renne mal hier rüber. Ja, es macht Geräusche. Da ist nämlich so ein Kugelkäfer.
Ich wollte erstmal kurz warten, bis der weg ist. Es ist nicht, dass ich Angst vor dem habe, aber... Alles, was ich vermeiden kann... Ach, da war hier unterm Rasenmäher, war ja schon mal. Ja, ich erinnere mich, hier war ich schon mal. Taking a look. Na klar. Da oben ist noch was. Ah, der nächste Chip ist da hinten. Ist das die Richtung? Ich glaube schon, ne? Naja, hast du Bedrohung entdeckt. Geh mich nicht nerven, ey. Ich will wissen, dass jetzt hier hinten Phase ist. Da flog was. Hier richtig? Ja, ich tendenziell. Was ist denn das? Eine Tigermücke. Hackenfrisch und Schlitzen. Okay. Ja. Oh, was ist denn das da? Das sieht ja auch wild aus. Das ist der Rasenmäher. Da war ich ja gerade drunter. Kommt man da drauf? Man kann ja dann bestimmt über das Gelumpe da. Was bist denn du? Ah, Feuerarbeiterameise. Was machst denn du da oben rum? Ach, das hier sind diese... Ah, ja, ja, das sind die Jungs hier. Ich erinnere mich. Was genau? When hiking, you're supposed to wear your socks over your pants to keep the ticks out. Ich bleib einfach mal ein bisschen hier stehen und beobachte die Lage. Im eigentlichen Sinne warte ich nur darauf, dass es hell wird. Das ist eigentlich alles, damit ich besser gucken kann. Warte mal. Hä? Das klang nach einer Milbe. Okay, da sage ich jetzt nichts zu. Das war ja vollkommen dämlich. Ja. Wir hacken Milben rum. Oh, was seid ihr für Milben? Ich weiß es nicht. Das sind Zecken. Ach, das sind gar keine Milben. Deshalb hat er was von Zecken erzählt. Die sind aber ganz schön unfreundlich. Und ihr seid auch ganz schön viele. Auf was steht ihr so? Könnten wir... Ah, das mögen sie nicht so? Okay. Pete, könntest du deinen Smoothie trinken? Nee, Pete macht nichts. Pete trinkt keinen Smoothie. Pete heilt sich nicht. Ich nehme mal den. Alles klar. Wir nehmen einfach die Feuerklinge. Eieiei, das war wieder wild. Kann ich ein paar Zecken einsammeln. Das ist schön. Ganz toll. Hier liegt der arme Rüsselkäfer. Was haben wir jetzt hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach alles nicht. Ich habe einfach gar keine Ahnung. Wo
jampel ich denn jetzt hin? Naja. Ich jampel jetzt hier hin. Na gut. Ich stehe jetzt hier oben. Da ist der Rasenmäher. Ja, auf Rasenmäher muss man irgendwie draufkommen, wenn ich das da so sehe. Das muss irgendwie gehen. Und was das jetzt hier für ein Gelumpe ist, weiß ich auch nicht. Ah, das ist, geht noch weiter. Da drüben geht es noch höher raus. Na gut, ob das jetzt irgendwie einen Sinn ergibt, weiß ich nicht, aber... Dachte eigentlich, ich kann dann vielleicht noch mal ein bisschen gucken hier, aber... Gehe ich mal hier rüber. Okay, da müsste man vielleicht über den Reifen hin und dann kannst du zumindest da hin. Dann bist du auf dem Stein. Und dann dachte ich eigentlich, kann man vielleicht da hochlaufen. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch was anderes gucken. Jetzt was Helles. Upp. So, welche Richtung war es da? So wird es wohl hier lang gehen. Tendenziell so. Ja, hier so. Da wollte ich gucken. Ja, hier sind Mücken. Das ganze Wasser wird es jetzt besser machen mit den Mücken. Wahrscheinlich dann irgendwann auch die Mückengöttin. Das ist dann der Oberpenis. Du hast den Stumpf entdeckt. Ich denke, in den Stumpf geht's rein. Erstmal werde ich wieder von Zecken penetriert, bevor ich da irgendwo hinkomme. Also zumindest schon mal eine. Gut, es waren zwei. Okay, da sind ein paar mehr noch. Ich habe eine Bedrohung entdeckt. Ich weiß nicht, ob das die Zecke ist. Wird wahrscheinlich so sein. Ich müsste was essen. Mach das mal. Und dann kann ich ja schon wieder... Warum heilt denn das nicht? Das ist ja dämlich. Und zum Musi. Und ich brauche was zu trinken. So, dann schnappen wir uns mal das Gerät. Und dann meine Güte. Ich höre da was atmen. Ah. Ich habe gesehen, was ich atmen höre. Okay, das ist eine Wolfsspinne. Normaler Spider. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der davor so Angst haben solltest. Weiß nämlich nicht, ob es hier nicht noch schlimmere Sachen gibt. Zahn. Was ist das für ein Ding? Da liegt auch eins im Wasser. Super lästig, die Viecher. Wie Milben. Die nerven auch. Die Hölle.
Ich habe zumindest das Labor gefunden, was hier unten ist. Ich gehe da mal... Ich gehe da mal rein. Jetzt höre ich eine Mücke. Ah, wir kommen hier hinten wieder raus. Okay. Hier liegt Zeug drin. Letzte Nacht habe ich mir CCTV-Aufnahmen angesehen und bemerkte, dass mehrere Kameras in meinem Labor unter dem alten Kiefernstumpf abgeschaltet waren. Alles, was übrig blieb, war der Feed der Kamera an der Eingangstür, deren Objektiv zum Himmel gerichtet war, während hunderte fauler Holzsplitter auf sie herabregneten. Zu meiner Bestürzung stellte ich am nächsten Morgen fest, dass der verfaulte Baumstumpf unter seinem eigenen Gewicht zusammengebrochen war und mein Labor in 1000 Stücke zertrümmert hatte. Dieses Laborsets fallen überall auseinander. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich in Zukunft Standorte auskundschafte. Ich kann es mir nicht leisten, eine wichtige Forschungsstation an Ominenz minderwertige Methoden zu verlieren. Bis dahin werde ich Burgle einen Feed vom Teichaußenposten Alpha einrichten lassen. Dort werde ich eine Weile recherchieren und es mit einem Killschalter an der Tür, den ich bedienen kann, sperren. Es könnte noch einige instabile Geräte geben, die sich noch immer dort unten im Dunkeln herumtreiben. Okay. Ja. Mhm. Da hinten machen Wespen rum, was auch toll. Hier ist irgendwie alles. Wobei das auch nicht mehr nur der Baumstumpf ist. Da sind wir jetzt auch schon irgendwie drunter hergelaufen. Hier haben wir robusten Marmor. Ich habe gerade keinen Inventarplatz dafür. Was aber nicht heißt, dass ich ihn nicht mitnehmen würde. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor den Wespen, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier hinten raus und gucken, was hier so los ist. Aha, nix. Da oben fliegen Viecher. Wir rennen mal. Na. Kommt man da hoch? Bestimmt, da oben ist nämlich auch ein... Da oben gibt es nämlich auch Zeug. Wo ist es? Hi. Da hinten. Oh boah. Das ist. Ah, das sind die Süßigkeiten. Ah, da ist ein Plastikrohr. Hm? Könnte mir vorstellen, dass dieses Plastikrohr auch eine Funktion hat. Wir gehen jetzt erstmal. Geh jetzt erstmal hier rauf. Warte mal, wenn ich da hin will. Kommt der da nicht hoch? Nee, wahrscheinlich so nicht. Das geht wahrscheinlich dann anders. Aber mir ist die Wissenschaft auch eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so wichtig. Eigentlich wollte ich nur wissen, was hier so der Sinn ist, der ganzen Nummer. Ah, man kann dann hier von oben in den Stumpf gucken. Ach, guck mal an. Hm. Ich habe noch eine Pusteblume, das ist jetzt nicht so viel.